Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Kompliment, ein superiores Talent. Als sie 3 Jahre alt war, war sie ganz gesund und herzig. Und dann, von einem Tag auf den anderen, stockblind. Ich bediene mich eines magnetischen Fluidums, das alle belebten und unbelebten Körper durchdringt. Nach rechts, nach links, nicht mit dem Kopf. Das ist die Farbe Weiß. Sie beginnen, das Licht wahrzunehmen. Siehst du uns? Ja. Kind! Kann es sein, dass Ihre Majestät ein Interesse an diesem Fall zeigen können? Wir werden sehen, erstmal. Wir werden sehen. Das war aber nicht ganz sauber. Das war ja ganz erbärmlich. Man muss sich direkt schämen. Und wer glauben Sie, dass sie ist, ohne ihr Talent, das dir Gott geschenkt hat? Meine Augen hat mir auch Gott geschenkt. Ja, aber die sind nichts wert, wie man sieht. Wenn ich zurückgehe, dann werde ich wieder blind. Ich gehe nicht mit. Du wirst tun, was man dir sagt. Wie redest du mit deiner Mutter, du Ungeheuer? Der nicht sehen kann, der wird auch nicht gesehen. Und wenn nicht gesehen wird, der wird auch nicht gehört. Der lebt nicht. Mir hat was geträumt. Zimmermann, Gesell auf der Welt. Maria, ist eins klar, für uns wird geschafft. Ich komme bei Gabun. Nicht einfach, seit Mama nicht mehr da ist. Aber wir haben uns das versprochen, wir halten zusammen. Du musst mir was versprechen. Du darfst keinem davon erzählen. Oder ich bin immer deine Schwester. Was willst du eigentlich von mir? Doch, bist du anders. Sag doch, dass du mich für Ruhe hältst. Parte că este întrebat că există cu adevărat. Ce? Încep să am niște emoții. Pentru română. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Dar depinde de nota să le-a bacalaureat. A atacat-o cineva pe Eliza în drum spre școală. Da, gata. Deci fata lui a fost molestată luni în fața școlii, aproape ca violator nenorocit. Da, și azi a avut scris la română și nu prea s-a putut concentra fata, vă dați seama. Fără bac pierde plecarea, tu ești goști. Să-mi spuneți în cazul ăsta ce am de făcut. Singurul lucru care contează e să scap și să ajung să trăiești într-o lume normală. Dar eu vreau că e copilul la mijloc. Ori dacă pierde ocazia asta, ce face ea? Că ea nu se descurcă în lumea asta de aici nicio clipă.
Adică mai precis un doctor, de exemplu, dumneavoastră, aveți reputația că sunteți un doctor cinstit. Ai grijă! Iar dacă ar fi despre mine, da, aș accepta orice post în situația asta. Ar fi vorba de copilul meu, ei, uite că n-am chef să facem. Să trăim aici unde trăim și uneori trebuie să luptăm cu armele de aici, că nu se poate altfel. Mă deranjează că mă căutați acasă. Eliza, așteaptă! Odată ce o ia pe calea asta, nu mai e drum de întors. Tot am senzația că mă urmărește careva de la o vreme. Suntem și noi oameni și avem și noi copii. Înțelege legi. Și cine persistă în greșeală, în final e posibil să trebuiască să dea socoteală. Cum ai putut să faci așa ceva? Îmi pare rău. Iubește, tata. Gleich. Nee, war Frau Jenkins? Hallo, Victor, ich bin's. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der 60. Wie geht's Ihrem Söhnchen so, Frau Jenkins? Hm? Was macht der gute Victor? Ich würde gern mein Guthaben abheben. Oh ja. Wie viel haben Sie denn noch? Ich hätte noch 22 Karten, allerdings in den hinteren Reihen. Gut, dann nehme ich die. Hallo, Victor, ich bin's nochmal. Ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir uns vorher nochmal sehen könnten. Bitte. Danke, Frau Jenkel. Das ist für Sie. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt. Sie waren extrem ehrgeizig. Wahnsinnig ehrgeizig. Vielleicht doch besser Trompete. Na komm, nochmal von vorn. Jetzt kriegst du kalte Füße, weil sich alle von dir abwenden. Ich muss wissen, wie es ihm geht. Es geht ihm sehr gut. Halt dich doch von ihm fern. Jetzt tu doch bitte nicht so, als würde ich ihm was antun wollen. Vergiss alles, was er dir jemals gesagt hat. Heute geht's nur um dich. Ich wusste, dass ich es nie ganz bis nach oben schaffen würde. In Wahrheit waren Sie ziemlich begabt, Lara. Nein. Ich weiß nicht, ob die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, in allen Details der Wahrheit entspricht. Aber dennoch glaube ich, dass ich die seltsamen Ereignisse, die sich in unserem Dorf zugetragen haben, erzählen muss, weil sie möglicherweise auf manche Vorgänge in diesem Land ein erhellendes Licht werfen können. Begonnen hat alles, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Reitunfall des Arztes. Vor nun schon fast 2 Monaten hat der Doktor einen Reitunfall gehabt. Dieser Unfall wurde verursacht durch ein in seinem Garten gespanntes Seil. Wir alle wissen, dass diejenigen, die für die schweren Verletzungen meines Sohnes, wie für die des Doktors verantwortlich sind, hier, unter uns, in diesem Raum sitzen. Im Dorf zurück entschloss ich mich, der Sache nachzugehen. Ich habe das Gefühl, er verschweigt etwas. Was? Neid, Stumpfsinn, Brutalität. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Als ihr klein wart, hat eure Mutter euch ein Band gebunden. Seine weiße Farbe sollte euch an Unschuld und Reinheit erinnern. Ich will dir nur helfen. Sei aufrichtig, Martin. Amen. Wir alle ahnten nicht, dass es der letzte Jahreswechsel im Frieden sein würde. Dass noch in diesem Jahr eine Umwälzung beginnen würde, wie sie... Seid ihr mit unserer Liste einverstanden?
Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.